Guten Tag, liebe Wanderfreunde. Meine Wanderung beginnt heute beim Bahnhof Schwarzwasserbrücke. Das liegt im Kanton Bern in der Schweiz. Die Wanderung beträgt etwa 14,5 Kilometer. Es geht ganz, ganz wenig bergauf und etwa 160 Meter bergab. Die Wanderung endet in Laupen. Nach einem kurzen Abstieg und wieder ein kleiner Aufstieg erreiche ich die Riedburg. Von dort steige ich dann weiter zum Schwarzwasser herab. Schon bald erreiche ich die Sense. An der Sense entlang führt mein Weg vorbei an Törrishaus zum Campingplatz in Törrishaus. Schon bald erreiche ich dann Neueneck. Neueneck wurde sehr bekannt durch die Firma Wander AG, die zum Beispiel die Ofenmaltine herstellt. Weiter geht es der Sense entlang, immer noch sehr flach, Richtung Laupen. Laupen hat eine sehr, sehr schöne Altstadt mit einem kleinen Schloss. Davon werde ich euch aber beim nächsten Film erst mal zeigen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und ich hoffe, dass euch der Film gefallen wird. Wenn das so ist, bitte den Daumen nach oben. So, nun will ich jetzt aufhören mit meinem Geschwafel. Ich wünsche euch schöne Unterhaltung zum Film. Heute starte ich hier bei der Schwarzwasserbrücke. Jetzt gehe ich da vom kleinen Bahnhof über die Straße. Die Straße Richtung Brücke. Hier noch eine kleine Aufzeichnung, wo ich mich befinde. Und was ich heute gehen werde. Ich befinde mich hier, gehe jetzt so runter, muss noch zur Ruine Riedburg und da hier Schwarzwasser, das ist der Zusammenfluss von Schwarzwasser und Sense. Und dann alles hier der Sense entlang, Neueneck und hier hoch. Jetzt befinde ich mich auf der Schwarzwasserbrücke. Hier auf diesem Berg oben ist die Riedburg, die werde ich jetzt besuchen. Und hier sieht man in das Sensetal hinein, wo jetzt dann Schwarzwasserbach auch schon bald reinfließt. Noch einmal ein Blick. Schwarzwasser. Kleiner Fluss. Der kommt aus diesem Tal hervor. Beginnt jetzt raufsteht zur Riedburg. Das war wahrscheinlich nicht der offizielle Zugang, den ich jetzt hier mache. Das sind riesige Tritte.
Da war sicher früher ein bequemerer Weg zu dieser Ruine. Da oben sieht man schon einen Teil. Es ist von dieser Burg nicht mehr so viel vorhanden. Oh, schön die Abgrenzung. Da sind sie noch am Ausgrabungen machen. Interessant. Dieses Mistgewässer, wie das da hier eingeschnitten hat. Das erste große Highlight von heute, da hat sich die Schwarzwasser schön eingegraben. Interessante Stelle. Da hier oben wäre diese Ruine, die wir vorher besucht haben. Und da hier sieht man jetzt noch Schwarzwasser auf den letzten paar Meter, bevor sie in die Sense führt. Und da vorne die Schwarzwasserbrücken von der Bahn und von der Straße. Da das zweite Highlight, die großen Schwarzwasserbrücken. Imposante Bauten da. Übrigens, heute haben wir den 29. Februar. Ziemlich ein warmer Tag. Morgen, wo ich zu Hause gegangen bin, war es noch recht kühl. Da vorne sieht man jetzt schon den Zusammenfluss von der Schwarzwasser in die Sense. Und hier nochmal ein Blick zurück. Wie gesagt, es ist heute ein warmer Tag. So weiter bleibt sehr angenehm zum Wandern. Hier haben wir fast noch so wie ein Unterstand. Diesen Felsen da. Und dann hier wirklich eine sehr interessante Formation. Da könnte es noch ein wenig glatt sein. Aber nicht. Blick zu den Brücken hoch. Das Rauschen vom Schwarzwasser. Da haben wir die erste Sandsteinformation. Zum Glück ist es ziemlich warm und nicht eisig. Noch ein Blick zurück, wo ich herkomme. Dann nochmal rauf zur Brücke. Und wieder Richtung Sense. Immer interessanter da. Da kommt auch noch so ein kleines Rinnsal runter. Oh, dort dieser Baum oben. Wow. Da noch ein Blick zurück zu den Brücken. Und dann wieder Richtung Schwarzwasser und Sense.
schönes Pfad hier entlang diesem Fels. Ja. Wirkt ganz, ganz schön. Und da sieht man jetzt gut den Zusammenfluss vom Schwarzwasserbach in die Sense. Da vorne die Brücke habe ich das letzte Mal mit meinen Kollegen überquert. Das ist einfach toll. Diese Felswände hier. Ein Schuss von diesen Steinen. Sieht das nicht toll aus? Sehen Sie aufwärts. Und jetzt hier, wo die zwei Bäche frei sind, gibt es natürlich wieder mehr Wasser. Was mich bis jetzt erstaunt, es hat überhaupt kein Eis. Das erstaunt mich sehr. Weil da diese Felsen hoch. So, mal einen Blick zurück zum Zusammenfluss. Das nicht. Schön, diese Natur da. Übrigens an dieser Stelle, wo ich vorher stand, wo die Durchquerung war vom Nagel, von diesem Nagelfluh, dort kann es vorkommen, dass dieser Steg unter Wasser ist. Wenn hier im Frühling sehr viel Hochwasser herrscht oder auch bei sehr starken Gewittern, kommt dieser Bach. Die Sense da manchmal ganz verrückt. Da vorne ist sogar noch ein Panda-Bär gezeichnet. Da ist interessant zu sehen, diese Nagelfluh da. Und hier das Wasser. Früher dann gewirkt hatte. Diese Weite, die hier die Sense zurückgelassen hat, sieht man auch, wie ab und zu der Fluss riesige Kraft hat. Ganz klares Wasser. Und so eine riesige Flut. Draußen wieder die Sense. Da auf der anderen Seite ist auch ein interessanter Steg. Da verlassen wir übrigens schon fast jetzt das Tal. Es wird jetzt dann flacher. Kommen die ersten Wiesen.
da drüben hat es auch noch gesamte Felsformationen. Da ist die Sense schon viel, viel ruhiger geworden. Und was es teilweise ausgefressen hat, wohnen schon die ersten Häuser. Und langsam in zivilisiertes Gebiet zurück. Alle draußen am Arbeiten. Hier, die Sense macht übrigens die Kantonsgrenze zwischen Kanton Bern und auf der anderen Seite Kanton Freiburg. Ich bin heute nur ein ganz kleines Stück im Kanton Freiburg gewandert. Da habe ich jetzt das erste Dorf erreicht. Da vorne die Bahnlinie Genf, Lausanne, Freiburg, Bern, Zürich, Bodensee. Die Bahnbrücke befindet sich hier gerade im Umbau. Zur Sanierung. Oben kommt ein Zug von der Freiburgischen Bahn und verkehrt sich nach Bern. Eine Stromstelle und man hört neben dem Wasser, wird es auch schon lauter, weil hier vorne befindet sich die Autobahn, die durchquert schön die Schweiz vom Bodensee an den Genfersee. Das ist die Autobahn da. Am Rande vom Campingplatz in Törishaus befindet sich eine alte Brücke. Wie alt sie ist, kann ich auswendig nicht sagen. Aber es muss eine alte schon sein. Auch aus Sandstein gebaut. Autobahnbrücke von Flamatt. Die Bahn Richtung Freiburg hier durch dieses Tal hinten da. Das da hier ist die Eisenbahnbrücke. Wird momentan alles saniert und die Strecke ist momentan stillgelegt. Sehr viele Stromstellen hat es jetzt da in letzter Zeit in der Sense. Hier befinde ich mich in einem schönen Tal. Auch die Sense hat einen ziemlich großen Bogen. Mir ist pure Wildnis. Nochmal die Sense. Da auch der schöne Wanderweg. Ein guter Blick. Ein schönes Tal. Und von da bin ich gekommen. Hier ist die Sense wirklich schon ziemlich ein Fluss geworden, aber noch zu wenig tief, um mit Schiffen drauf zu fahren. Da weitet sich jetzt das Tal auf der einen Seite. Hier geht auch die Kantonsgrenze wieder ein bisschen weg vom Fluss. Aber auf der rechten Seite ist noch ein ziemlich steiles Ufer, eine steile Felswand, der Felswände. Äh,
da weitet sich das Saal noch nicht. Das da vorne sind sicher schon die ersten Häuser von Laupen. So wie das da hier aussieht, wird da die ganze Bahnstrecke erneuert bis nach Laupen. Dort hört sie auf. Ging früher, ging noch ein großer Teil weiter, aber das wurde schon vor langer Zeit eingestellt und seitdem geht die Bahnstrecke nur noch bis Laupen. So wie ihr da jetzt seht, ist alles momentan stillgelegt und am Umbauen und Sanieren. Es staut mich, dass diese Strecke saniert wird. Weil Laupen ist ja nicht so groß. Da vorne sieht man schon das Schloss von Laupen. Von hier komme ich, gerader Weg, da sind sie noch immer am Bauen. Und hier oben ist das Schloss von Laupen. Und hier hinter diesem Gebüsch fließt die Sense. Und ein paar Kilometer, vielleicht ein Kilometer von hier weg, fließt sie dann in die Saane. So, da sehen wir noch wahrscheinlich heute zum letzten Mal die Sense. Wenn wir uns umdrehen, ist hier oben das große Schloss zu sehen. Hier auf der linken Innenseite sieht man sogar noch das Berner Wappen. Also, südlich Kanton Bern gehört. Sieht man den Eingang in die Altstadt von Laupen und oben noch das Schloss. So, ich habe mein Ziel erreicht, bin in Laupen angekommen. Ich hoffe, dass euch die Tour gefallen hat und dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt.